Die Sportmanagement-Akademie existiert seit 1996. In diesem Zeitraum wurden 7 Lehrgänge abgehalten. Im Mai 2010 wurde mittlerweile der 100. Absolvent geehrt. Und anlässlich dieses Jubiläums hat Ende Juli ein sogenanntes Alumni-Treffen in Alt-Lenkbach stattgefunden. Bei diesem Alumni-Treffen spielte ein Team aus Absolventen der Bundesliga-Management-Akademie gegen den SV Alt-Lenkbach. Unter ihnen fand sich unter anderem Ex-Sturm Graz-Profi Markus Schopp. Für mich war ja immer nur Fußball das Spiel am grünen Rasen. Aber die Wahrheit ist mittlerweile ja die, dass sich der Fußball gewaltig entwickelt hat. Und es gehören viele andere Sachen dazu. Und mich hat das immer interessiert, alle Sachen rundherum zu kennen. Und die Wirtschaft und der Sport, die wachsen immer mehr zusammen. Und da die wirklichen funktionellen Zusammenhänge zu erkennen, das war die Erinnerung oder das ist das, was sicherlich bei mir hängen geblieben ist. Es war eine tolle Zusatzausbildung, muss ich sagen. Ich habe das als aktiver Sportler gemacht und habe in der damaligen Zeit schon sehr davon profitiert, weil ich einfach irgendwo einen Ausgleich gehabt habe zur sportlichen, zur körperlichen Betätigung und bin auch jetzt im Nachhinein sehr froh, dass ich es gemacht habe. Für mich als Juristin, die 10 Jahre im wissenschaftlichen Dienst der Universität gearbeitet hat und die sehr fußballbegeistert ist, war die Akademie eine hervorragende praktische Ergänzung zum juristischen Background, auch im Sportrecht, den ich schon hatte. Und es hat sich auch dann super ergeben, weil ich quasi mit Abschluss der Akademie direkt in die Bundesliga, in die Rechtsabteilung gewechselt bin. Nach der sportlichen Betätigung ließen die Absolventen den Abend beim Networking im Hotel Lengbachhof gemütlich ausklingen. Ein irrsinnig positiver Aspekt ist einfach das Kontakte knüpfen und das Kennenlernen von verschiedensten Leuten. Ja, ich bin zur Bundesliga-Akademie gekommen, weil ich damals in meinem Job in der Fußballergewerkschaft sozusagen den Wechsel von dem aktiven Profifußballer zum mehr oder minder arbeitenden Sportmanager schaffen wollte und da einfach die richtige Ausbildung haben wollte. Ja, mein Name ist Hubert Kohl. Ich bin einer der Trainer, ich bin einer der Referenten da in der Akademie. Also das besonders Positive für mich ist einfach erstens das Interesse der Leute und vor allen Dingen die Mischung macht es aus für mich. Die Mischung aus den unterschiedlichsten Bereichen heraus, ob das jetzt Spieler sind, ehemalige Spieler sind, oder ob das auch Leute sind, die irgendwo im Beruf schon stehen und bestimmte Berufe eben einfach haben, spezielle Berufe. Das ist einfach das, was unheimlich interessant ist.